Willkommen zum Lightning Talk. Actinia wachsen Blätter. Actinia ist ja eigentlich eine Seeanemone. Und wie ihr Blätter wachsen können mit Leafmap, das wollen wir euch jetzt zeigen. Zunächst mal wollen wir auf das Problem eingehen. Was Actinia genau ist, wird Markus gleich noch sagen. Und es geht darum, dass wir prozessieren wollen. Wer Jupyter Notebooks nicht kennt, das ist eine sehr schöne Art, um im Browser Python auszuführen, direkt live zu testen, zu debuggen. Und mit Actinia kann man dann was prozessieren. Aber bisher hatten wir das Problem, wir können das Ergebnis nicht visualisieren. Wir haben dann irgendwie ein Bild und das kann man sich irgendwie runterladen. Aber wir hatten da noch keine schöne Lösung, da auch irgendwie das in der Karte darzustellen. So, es gibt seit noch nicht so langer Zeit die LeafMap-Software. Die LeafMap-Software baut auf LeafLet auf. Ist ein Python-Paket für interaktives Mapping und Geodatenanalyse, kann man sehr gut in Python, in Jupyter Notebooks verwenden, um dann mit wenigen Zeilen an Code gleich eine schöne Visualisierung der Geodaten machen. Es gibt sehr viele Jupyter Notebooks schon fertig bei leafmap.org, um die 90, also wir haben selber eins gemacht zu Actinia, das war 87 und seitdem gibt es wieder neuere. Da ist wirklich alles drin, Cloud-Optimized Geotiffs einlesen, dies, das, jenes. Fantastisch. So, und Actinia ist die cloudbasierte Geoplattform, Geoprozessierplattform um GrassGIS, GDAL und andere Software drumherum. Damit hat man eine REST API, um dann entsprechend Geodatenanalyse durchführen zu können. So, die Frage war jetzt, wie können wir diese beiden Dinge miteinander verknüpfen? Genau. Dann, wie sieht das aus? Wir haben ein Jupyter Notebook. Dann benutzen wir die Python-Bibliothek, den Actinia Python Client. Damit können wir mit einem Actinia sprechen, was woanders installiert ist auf einem Remote-Server und können Prozessketten dahin schicken. Dann prozessiert das da. Wir bekommen Status-Updates und am Ende bekommen wir einen Status zurück. Und da ist dann ein Bild verlinkt. Und dieses Bild können wir jetzt an LeafMap übergeben und LeafMap kann dann eine wunderschöne Karte daraus oder ist eine wunderschöne Karte einfügen, sodass wir auch georeferenziert sehen, was da genau berechnet wurde. So, wir sehen jetzt hier in diesem kurzen Screencast, das ist ein Jupyter Notebook. Da wird erstmal installiert, pip install und so weiter. Danach ist die Software da, also die Bindings auch und dann kann man eine Prozesskette schreiben in JSON. Wir benutzen hier die GrassRelief-Funktion, die nimmt ein Höhenmodell als Input, schreibt eine Hillshade-Karte wieder raus. Wir sagen bitte das Ganze als Cloud-Optimized Geotiff bereitstellen von Actinia aus, schicken dann den Job an den Actinia-Server und entsprechend geht das weiter. Und dann haben wir hier noch zwei Zeilen, einmal Colorbar, um hinzugehen, eine Farbleiste dahin zu bekommen und zum anderen bitte die Karte anzeigen. Diese zwei Zeilen reichen, um dieses schöne Fenster hier zu generieren und dann wird entsprechend das Ergebnis von Actinia eingeblendet. Man hat oben auch diverse Tools, um vielleicht auch andere Layer als OpenStreetMap anzublenden. Man kann hier an der Helligkeit regeln, man kann andere Karten dazuschalten und so weiter. Das Ganze eben mit zwei Zeilen und das ist eine sehr angenehme Sache. Gut, dann das Fazit. Wir können endlich mit Actinia prozessieren und die Ergebnisse auch direkt in einer schönen Live-Karte, mit der wir interaktiv agieren können, rendern lassen. So, und wir finden natürlich, dass es die Barriere sehr stark senkt, indem man eben mit pip install leafmap anfängt, dann eben definiert, welche Karte soll gelesen werden und dann sieht man das Ergebnis schon. Verringert natürlich stark die Barriere, mit diesem System zu arbeiten. Jupyter Notebook ist auch einfach. Es fliegen auch diverse Jupyter Notebook Hubs im Netz rum, die man frei benutzen kann, gratis sagen wir mal. Oder man kann es einfach lokal auf dem Laptop laufen lassen. Das ist also auch sehr einfach. Und dadurch dann eben in diesem interaktiven Jupyter Notebook Analysen durchführen. Man kann ja wieder hochgehen, die Berechnung ändern, wieder angucken, was kam raus, passt das jetzt und so weiter. So, und damit möchten wir uns für die Aufmerksamkeit bedanken und stehen für Fragen zur Verfügung.